Die Delmenhorst- und Harpstädter Eisenbahnfreunde haben ihre neue Lok 222 am Bahnhof in Harpstedt eingeweiht. Die im Jahr 1935 erbaute Lok kommt ursprünglich aus Harpstedt, war aber lange Zeit verloren. Vor 15 Jahren haben die Eisenbahnfreunde die Lok in Hamburg wieder entdeckt, nachdem sie zunächst aufbereitet wurde, um als Denkmal auf dem Bahnhofsgelände zu stehen, hat man sie nun wieder fahrtüchtig gemacht. Nach 52 Jahren beförderte die alte Diesellok erstmals wieder Personen in drei angehängten Waggons. Die 30 km/h schnelle Lok soll künftig als Rangierlok auf dem Bahnhofsgelände, aber auch für Kurzstrecken auf der Bahnstrecke zwischen Harpstedt und Delmenhorst eingesetzt werden.